So sieht das aus. Zwei Frontenkämpfe. Wollen wir hoffen, dass sie sich nicht zeitlich gut abstimmen. Und Tote sind in der Regel, nun ja, langsam, aber stetig. Aber diese Festung wird sich wahrscheinlich deutlich schneller bewegen können als diese untoten Horden. Die Untoten, die die Schlacht von Verheim überlebt haben, trotz dieser vier Phasen der Zerstörung. Sie können nur bei Nacht reisen. Das heißt, es wird eine lange Zeit dauern, bis sie hier in Gareth ankommen. Dann hätten wir 10 Tage. Wenn sie nur Ich in der Nacht reisen. vermute, die Festung wird weit früher zuschlagen und versuchen, innerhalb des Chaos, innerhalb unserer Gelähmtheit zuzuschlagen und uns weiterhin zu überraschen. Jetzt, da die Katze aus dem Sack ist. Umso wichtiger dann, dass wir, sollten wir dies überleben, nicht danach ein leichtes Opfer von untoten Horden werden. Ohne den Kessel und ohne die Wolke können sie auch nur in der Nacht angreifen. Das ist korrekt. Oder in Gebäuden oder unter Tage. Oder im Schatten der Festung. Nun ja, der Schatten der Festung ist nicht so groß, dass ein ausreichendes Gebiet bedeckt wird, damit diese Untoten bestehen können. Der Schatten ist nicht gleich dem der Nacht. Nun, ihr kennt euch doch aus. Könnte man diesen Dämon, den wir gebannt haben, ein weiteres Mal beschwören? Wie lange würde so das dauern? Nun, die Beschwörung würde sicherlich einige Zeit dauern. Es ist die Frage, ob sie dazu noch fähig sind. Ich vermute mal, dieser Kessel hat eine Art, nun ja, eine arkane Fixierung auf Dere verursacht. Ein Bindungsritual, könnte man sagen. Den Kessel können wir ausschließen. Sie werden ihn kein weiteres Mal, zumindest nicht in diesem Jahr, gegen uns führen können. Stellen wir also fest, was auch immer unsere Sorge, die Untoten reihen sich relativ weit hinten ein. Genau, die Festung ist die akute Gefahr. Was Stürmer muss schaut nicht euch an sein? und fängt gleich an zu weinen. Aber wir müssen trotzdem die Friedhöfe beschützen. Die Kaiser, die Könige. Reto. Selbstverständlich müssen diese geschützt werden. Der schwarze Drache kann schließlich überall hinfliegen. Verzeiht, euer Hochwürden. Man predigt Auroboros nicht, dass die Lebenden in dieser Sphäre den Toten vorangehen sollten. Er schaut nach unten und schweigt. Thorn steht wieder auf. Geht jetzt nur so ein bisschen um diese Tafel herum und reibt sich durch sein Bart. Er riecht so ein bisschen nach Schmiedearbeit, kommt wohl also tatsächlich dann auch gerade wohl aus seiner Schmiede. Können wir das vielleicht als Lockmittel benutzen? Um Rassasur auf einem der Friedhöfe anzugreifen. Wenn er landen muss, um seine Magie zu wirken. War eine Idee, die ich gerade hatte. Keine Drache schlechte trägt Idee, einen aber. Splitter. Ich weiß nicht, ob er überhaupt zaubern muss. Was tun wir gegen ihn? Finsterfang ist verloren und Afim, wie du seine Wirkung beschreibst, ich lasse es so von hier auch nicht aufhalten. Was? Richtig. Die Spitze von Finsterfang haben wir. Das Sendorium, das geht nicht kaputt. Wir müssen einen neuen Schaft daraus schmieden. Rohaya hatte doch die Spitze, oder nicht? Ich hab sie jetzt. Ich weiß nicht. Dann danken wir doch dem Herrn Ingerim dafür. Angriff! Gleichwohl, dass wir zumindest dieses Teil aus Verheim retten konnten. Ist Albrax, ganz. sagt einmal, ist es möglich, die Spitze von Finsterfang an ein Geschoss zu schmieden? Artillerie, du siehst, wie seine Augen leuchten und er schaut auch begeistert zu Rafim Genau. rüber. Wir jagen sie ihm direkt ins Herz, wenn er eins hat. Und wenn ihr verfehlt? Nimm Auch den nur um Splitter. einen Halbfinger? Willst Nicht du ins mich Herz, nimm den Splitter. verarschen, Jalan? Glaubst du, ich werde dir nochmal irgendwie ein Bier ausgeben? Glaub ja nicht, dass ich dich nach Xorlosch einlade. Nicht einmal in 100 Jahren! Da ist er eh tot. Ich halte das für eine gute Idee.
mehr Kraft hinter die Lanze, hinter die Lanzenspitze zu setzen, könnte helfen. Der normale Treffer mit der Lanze hat ihn wenig beeindruckt. Er schien verletzt, aber nicht tot. Zwerge und verfehlen. Ich glaube, es hackt. Ich bin mir sicher, unser Freund Yalan meinte es nicht so, wie es rüberkam. Nicht wahr, Yalan? Verzeiht mir diese grobe Infragestellung eurer Schießkunst, Albrax. Aber vielleicht ist das jetzt endlich die Gelegenheit, dass wir mal Geschütze auf den Bardo- und Schillerterm installieren sollten. Die Termen sind zu weit außerhalb. Wir müssen die Mauern verteidigen. Oder die Tempel anfangen. Es kommt darauf an, was wohl das größte Ziel ist für die Festung. Geschütze. Vielleicht taucht sie nicht über der Stadt auf. Geschütze. Ich hab in den KGA, jetzt steht Paligan tatsächlich auch mal auf und wirkt so ein bisschen begeistert. Ich hab neulich in den KGA-Akten etwas gelesen. Wir haben doch, hier, er schnippt's mit den Fingern, Spectabilitas, Convocatus Primus, wir haben doch vor 1003 gab es doch diese riesige Schlacht, die Schlacht der 1000 Oger, ei. Hier, dieser große Ogerlöffel, ei. Genau den meine ich. Diese riesige, den haben wir doch geborgen. Der steht, müsste im Museum stehen. Richtig. Wären die wohl geneigt, uns einzuweihen, Eierlaucht? Beim zweiten Zug der. Beim zweiten Ogerzug, 1003 nach Bosbarans Fall. Ihr erinnert euch vielleicht, Bitter, ja. Ich war selbst damals noch nicht geboren, aber er schaut dabei wieder rüber zu dem Zwergen. Ein paar Menschenfresser, die gegen die Reichstruppen sich geworfen haben. Ein gigantisches Katapult haben sie mit sich geführt. Mit dessen Bau wollten sie wohl, also Galotta selbst hat das wohl in Auftrag gegeben. Es ist gewaltig, ein gewaltiges Katapult von Ogern gebaut. Naja, und wir haben dann die Überreste geborgen und die müssten jetzt in der größten Halle im Reichsmuseum stehen. Hier in Gareth. Wer kann denn dieses Ding bedienen? Oger. Wenn es Oger führten. Zwerge! Zwerge können alles bedienen. Hat er recht. Es gibt nichts, wo wir den nicht schießen können. Ich schieße seit 150 Jahren mit schwerer Artillerie. Nun gut, dann wenden wir es. Seine Waffen gegen ihn, könnte man sagen. Haben wir überhaupt so große Geschütze? Und ist das Ding überhaupt einsatzbereit? Die Reichweite, Melvin Störrebrand äußert sich, die Reichweite wird wohl mit 3 Meilen angegeben. 3 Meilen Reichsweite. Und die Felsbrocken, die sie verschießen können, sind wagengroß. Es wird doch Stunden dauern, das Ding nachzuladen. Nicht, wenn du Zwerge hast, Raphim. Nicht, wenn du Zwerge hast. Oh, gib mir einfach, weiß ich nicht, 1 Jahr Zeit und genug Zwerge und wir bauen dir... Wir haben keinen. Ihr habt 2 Tage. Ja. Na gut. Ich mach's in einem Tag. Gut. Mach das Ding bereit. Hinzu, dass wir Galotta seine eigene Medizin verabreichen können. Mit dem Ogerlöffel. Oh, ich freue mich. Albrax, ist es möglich, von außen her den Karfunkel eines solchen Drachen zu treffen und zu vernichten? Ja, der Karfunkel sitzt normalerweise in der Stirn. Oder aber, ja, über dem Herz. Kommt drauf an. Ich weiß nicht genau, wo Rassassau sein gelassen hat. Sicher, dass er ihn überhaupt noch hat und ihn nicht schon längst an seine schwarze Herrin verpfändete? Nee, der existiert noch. Ich konnte ihn kurz erblicken durch sein verfaulendes Fleisch. Der sitzt da noch. Das ist ja also die ungefähre Position. Wo hatte Ema den Drachen getroffen? Ich würde Brust beschreiben. Kurz vorm vorderen Bereich des Drachen. Schwerer Treffer. Hat noch ein paar weitere Treffer eingesteckt, aber nichts, was irgendwie mehr. Was ist das denn, dieses Karfunkel-Ding? Wie sieht das aus? Isarun, du bekommst von Abelnir. Isarun, du bekommst vom zwergischen Hochkönig gerade eine Zeichnung rübergeschoben mit einem Strichmännchen, ein kleiner Zwergenstrichmännchen und ein Drachenstrichmännchen und er hat einen Pfeil an den Kopf gemacht. Wird dir einfach so rübergeschoben. Ich muss mir ein Grinsen verbeißen, gucke kurz mal zu Saldor Fosslarin rüber, dass der auch nicht sieht, dass ich hier fast lache.
nicke Albrax kurz zu. Ja, der grinst sich an, nach dem Motto, jetzt ist alles geklärt. Ich glaube nicht, dass ein untoter Drache sich viel um seine eigenen Organe schert. Wir müssten das Zentrum seiner Macht, das, was ihn am Leben hält, vernichten. Das wird wohl sein Stein sein. Ohne einen solchen kann ein Drache ja nicht existieren. Entweder der Karfunkel oder der Dämonensplitter, den er trägt. Er trägt nicht nur den Splitter. Er trägt nicht nur den Splitter, sondern auch das Halsband. Könnte Finsterfang das vernichten? Vielleicht. Könnte Finsterfang eine Kette tragen, um den Drachen zu Boden zu reißen? Sie ist scharf, nicht schwer. Wir könnten normale Harpunen benutzen, um den Drachen zu fesseln. Jedenfalls, selbst wenn ihr ihm den Splitter oder dieses Halsband nehmt, haben wir immer noch einen riesengroßen schwarzen Drachen, mit dem wir fertig werden müssen. Wenn er einmal am Boden ist, ist er schon ein wenig weniger gefährlich als in der Luft. Nur wenn wir ihn verletzen können. Der Splitter, das ist, was den Untot überhaupt erhält. Wir könnten es machen wie immer. Wir warten, bis er sich auf den Boden lässt und dann im Sturmritt drauf los und hoffen, dass wir dieses Mal treffen. Sie hat ja getroffen! Dass wir dieses Mal den Karfunkel treffen. Der Drache hat sich mit Absicht auf den Boden gesetzt. Er hat sie herangelockt. Er hat sich verwundbar gemacht. Das wird er nicht noch einmal tun. Nun doch, auf dem Friedhof. Was ist mit diesem... Was ist, wenn der Drache erst kommt, wenn die Festung schon lange hier ist? Der Drache hat Zeit. Wir mit der Festung vollends beschäftigt sind und er greift dann an. Wird es zu spät sein, um den Friedhof noch zu retten. Wenn dieses Magus Dopus, wie hieß das nochmal? Magnum Opus. Das da anfängt und er landet dann auf dem Friedhof, können wir eh nichts mehr machen. Wir müssen erst die scheiß Festung aus der Luft holen und dann uns um den Drachen kümmern. Ich stimme ihm zu. Ich denke auch, die Festung wird zuerst die Hand treffen, bevor er seine Untoten heranführen könnte. Was ist mit Apep und seinem Drachenschläger? Was für ein Drachenschläger? Es hieß doch Dracundas, nannte er es. Schwarze Kugel, mit der man angeblich Drachen töten soll. Eine alte Prophezeiung. Dracundas und Gnadukas. Woher kennt ihr die? Wir brachten sie ihm jüngst zurück. Ihr seid so bescheuert. Warum bringt ihr einem Drachen Drachentöter? Das habe ich auch gesagt. Uns blieb keine Wahl. Es ist schwierig, einem Kaiserdrachen Nein zu sagen. Es ist schwierig, Zwergen Nein zu sagen. Er schaut so ein bisschen beleidigt zu dir rüber. Können wir diesen Drachen vielleicht dazu überreden, dass er uns dieses Artefakt bringt? Ich sprach mit Apep. Er ließ sich nicht zu einer festen Zusage hinreißen. Jetzt sprecht ihr auch noch mit Drachen. Wo bin ich denn hier? Mittelreich, was habt ihr erwartet? Schnauze, Raphim! Ich klatsch Raphim eine. Raphim, ja. Sowas dürfen wir nicht laut aussprechen. Ach, schau dir doch diesen Haufen hier mal an. Wir müssen uns darauf konzentrieren, diese verdammte Festung aus dem Himmel zu holen. Der Drache wird nicht kommen, das hat er schon gesagt. Und wenn er kommt, dann können wir nicht damit rechnen. Gut, also müssen wir uns jetzt irgendwas überlegen, diese miese Festung aus der Scheißluft zu reißen. Gut, die Festung kommt also aus dem Südwesten vermutlich, über der Dämonenbrache. Welche Ziele könnte sie haben? Möglicherweise könnte Kollege Jomorinis dazu etwas sagen. Er tat einen Kontakt auf, der ihm ein bisschen Einsicht über Galotta verschaffte. Um das mal zu übersetzen, er sprach mit Schwarzmagiern. Danke für diese Blumen, Jalan. Ihr seid wie immer äußerst hilfreich. Nun, ich sprach mit einer gewissen Magnifizienz aus der, schrägen, verlotterten Brabak. Um das zu übersetzen, er meint Polvera.
Exakt diesen. Wollt ihr mich... Nekromanten. Nichtsdestotrotz hatte er wertvolle Informationen. Über Galotta. Wie es scheint, hat er eine gewisse, nun, rachsüchtige Bestrebung. Das Mittelreich und insbesondere Gar betreffen. Wie mir scheint, strebt er danach, Gar zu vernichten und eine, an seiner Stelle eine, nun, er nannte es Kolakai, diese fliegende Festung, anstatt Gar einzusetzen. Deshalb würde ich vermuten, dass er diese Festung mitten im Zentrum von Gard absetzen wird. Doch die Festung kann fliegen, sie kann sich auch bewegen. Es würde mehr Sinn machen, zuerst die Verteidigung auszuschalten mit der Festung und sie dann landen zu lassen. Nun, mit dem Magnum Opus ist jede Verteidigung ausgeschaltet. Würdet ihr mir zustimmen? Ja, doch, wo setzt man ihn am besten ein? Er will doch sicherlich nicht die Stadt vernichten, die er einnehmen will. Also das wird er es wohl eher, ich genau würde vermuten, über der Stadt des Lichts tun. Genau dies hat er vor. Er will Garrett vernichten. Ich muss widersprechen. Ja, mich hinter Karinor stellen. Verzeiht, Magister. Das ist in Ordnung. Wollt ihr zuerst sprechen? Danke. Galotta nennt sich selbst den Dämonenkaiser. Er will sich Garrett vernichten, er will sich auf den Thron setzen. Und er will die Einwohner als Sklaven. Und er war sein Ziel gewesen. Er will sich auf den Greifenthron setzen? Nein, er will sich seinen eigenen Thron hier errichten. Aber wenn er alle Bewohner hier auslöscht, hat er niemanden mehr, den er seinen neuen Meistern opfern kann. Dieser Mann ist vollkommen irre. Schon seit mehr als 20 Jahren. Ja, doch nun wird er von anderen Mächten geleitet, gesteuert, die wahrscheinlich intelligenter sind als er. Ich muss den Herrschaften widersprechen, dass sein Primärziel die Eroberung des Greifenthrones ist. Sein Primärziel oder seine Primärmotivation ist es vielmehr, an dem Haus von Garrett Rache zu nehmen. Genau das. Und das tat er bereits. Es gibt keinen lebenden von Garrett mehr in der ganzen Stadt. Es sei denn, Storko ist noch hier. Oh, Storko läuft hier auch noch irgendwo rum. Könnte es sein, dass er direkt über dem Sitz der Kaiserfamilie auftaucht? Dies ist die alte Residenz. Vielleicht über der neuen Residenz? Wo er seine größte Schmach erlebt hat, ja. Dies ist ja nun fast im Zentrum dieser Stadt, nicht wahr? Sobald er damit fertig ist, könnte er sich sowohl der Stadt als auch der Stadt des Lichts zuwenden. Wäre ein guter Ausgangspunkt für ihn. Zweifelsohne. Und auch leicht zu erreichen von der Dämonenbrache aus. Ich überlege gerade. Vielleicht zündet er seinen Magnum Opus genau in Nadesheim und schwebt dann unabhängig von dem Magnum Opus rüber zur neuen Residenz und setzt sich dort auf den Greifenthron. Und zwar nicht mit seinem Hintern, sondern mit seiner Festung. Was für eine Reichweite hat dieses Magnum Opus? 5 Meilen. Wie weit reicht das? Wenn ihr anwesend wäret, dann hättet ihr das gehört. 5 Meilen. Dambrafim, du warst auch dabei. Ich hab's nicht ausgemessen, als mir irgendwie das Gras durch die Stiefel gewachsen ist. Nichtsdestotrotz, genau. Wir sollten uns weniger Gedanken machen, wo er dieses Magnum Opus einsetzt, sondern welche Teile davon betroffen sind und welche Teile nicht betroffen sind. Und wie wir uns gegen diese, nun ja, Stadt wehren können. Aber wo sie hinfliegt, das ist genau der Punkt. Wir müssen einen Weg finden, dorthin zu kommen. Und dafür ist es wichtig zu wissen, welchen Weg sie nimmt. Nun gehen wir davon aus, dass sie sich von Süden nähert. Dann wird sie zuerst wahrscheinlich über das Arena, beziehungsweise Sonnengrund und das Arenaviertel fliegen. Beziehungsweise vielleicht auch das Schlossviertel. Wenn wir eine Verteidigung entlang dieser Perimeter aufbauen, wäre es hilfreich? Denkt ihr nicht auch? Ja, ihr müsst bedenken, wenn wir unsere Verteidigung auf einen Teil der Mauer fokussieren. Ich nehme an, dass er Dämonen hat, die diese, wie hießen diese fliegenden Augen? Irgendwie. Gotongis. Wenn er davon genug hat, wird er merken, dass unsere Verteidigung hier am stärksten ist. Der Mann, ich bekomme gerade einen richtig wässrigen Mund, Rafim. Ich könnte den Ogerlöffel in dem Irman-Stadion stationieren.
das würde funktionieren. Wenn wir hier unsere Verteidigung organisieren, er hat genug Feldwebel, ja, Befehlshaber dabei, die das erkennen werden. Es ist eine fliegende Festung. Was hält ihn davon ab, hier anzugreifen? Nichts, aber... Davon hält ihn ab, dass er entweder über der Dämonenbrache oder weit von der Stadt entfernt auftauchen muss. Ihr wart noch nicht hier, als das besprochen wurde, Raphim, aber der Limbus wird über Gareth selbst versiegelt werden. Das heißt, er kann nicht einfach mitten in Gareth auftauchen. Und um die Stadt des Lichts herum wirkt sowieso keine Art von Magie. Wie weit ist denn weit? Kilometer? Oder was meint ihr? Convocatus? Das kostet natürlich viel Kraft. Die würde ich lieber benutzen, um ein paar Feuerwehr ihm entgegenzuspucken, aber geh mal davon aus, Junge, dass wir in einem 12-Meilen-Radius göttergefälliger 12-Meilen-Radius den Limbus versiegeln werden. Das gilt natürlich nur für den Norden. Für den Süden, da wo die Dämonenbrache uns entgegenwächst, gilt das nicht. Aber 12 Meilen, ist das überhaupt der Rand der Stadt? Fast. Vergesst Walgraben und Bordeweg, die braucht keiner. Wenn er da aber sein Magnus Opum anwirft und dann kommt der Drache da gelandet und uns laufen auf einmal 100.000 Untote durch die Stadt. Jalan, wenn ihr jemals wieder Schwerter von mir oder Rüstung haben wollt, dann solltet ihr so einen Kommentar lassen. Es sind alles Menschen. Es sind alles Bürger. Wir können nicht alle retten. Natürlich können wir nicht alle retten, aber wenn ihr jetzt anfangt zu separieren nach Tobrian oder weiß ich nicht, es ist doch, ihr seid doch selbst Tobrier. Glaubt ihr, mich schmerzt das nicht? Was meint ihr, wo ich denn wohne? In Sonnengrund? Bin ich dann genauso Abschaum für euch? Das hat mit Abschaum nichts zu tun, aber die Stadt ist viel zu weit um ihre Befestigung herumgewuchert. Wir können diese Orte nicht halten, selbst wenn wir wollten. Wir konnten ja nicht mal Wehrheim halten, verdammte Scheiße. Was erwartet ihr eigentlich? Es geht nicht darum, was wir können oder was wir nicht können, sondern dass ihr von eurem hohen Ross herunterkommt. Jeder Mensch hat es verdient, gerettet zu werden. Solltet ihr doch gerade als Praios-Akolut erkennen. Oder muss ich euch als einfacher Schmied ins Gewissen reden? Ihr könnt doch auch alle nur so viel tun, Thorn. Ich denke nicht, dass der Dämonenkaiser an den Außenbezirken der Stadt interessiert ist. Ich denke, diese Zonen sind wahrscheinlich am sichersten. Also gehen wir davon aus, dass er in der Dämonenbrache herausbrechen wird. Dies steht zu vermuten. Das bedeutet, dass die Weststadt und das Schlossviertel am nächsten sind. Und natürlich das Villenviertel. So scheint es. Können wir diese Stadt überhaupt evakuieren? Nein, ich das meine, geht natürlich nicht so schnell. Ich meine zumindest Teile der Stadt. Wenn wir damit rechnen, dass er dort herausbricht, hätte ich ungerne Zivilisten in dem Bereich. Wie wollt ihr dies organisieren? Dazu muss bekannt geben, dass, nun ja, Wehrheim gefallen ist. Könnt ihr euch nur annähernd vorstellen, was für eine Panik dies auslösen würde? Wisst ihr, was passieren wird, wenn die ganze Reiterei, wenn auch nur ein einziger Überlebender aus Wehrheim hier anreist? In 2 Tagen werden sie wahrscheinlich sowieso hier sein. Sie sind schneller als die Untote, sie sind Pferde, die Kavallerie wird vermutlich sogar die meisten Überlebenden tragen. Die werden hier einreiten und glaubt ihr, die werden schweigen? Die werden schreien. Hm. Wenn wir bis dahin noch nichts gesagt haben, dann sind wir richtig dick am Arsch. So sehr ich Trautmann Kaffing verabscheue für das, was er eben tat, aber er ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, was passieren wird, wenn die Reiterei in 2 Tagen eintrifft. Es wird Panik geben, Hamsterkäufe, irgendjemand wird die Straßen verstopfen, weil er in Richtung Süden oder Osten, vielleicht Westen ausbrechen wird. Viele werden sich irgendwie versuchen, aus der Stadt abzusetzen. Es wird Aufstände geben und sehr viel Kampf und Tod. Ganz sicher. Nun gut, gehen wir davon aus, dass diese Nachricht eintreffen wird. Vielleicht können wir diesen Nachteil irgendwie zu unserem Vorteil machen.
Wir müssen die Informationen kontrollieren. Wir müssen diejenigen sein, die es verbreiten. Darf nicht durch den Volksmund gehen. Wenn es durch den Volksmund geht, dann haben wir verloren. Kein einziger Untoter ist geschlagen. 100.000 Untote stehen vor Gareth in 2 Stunden. So sehe ich das auch. Wir müssen die Informationsverbreitung in die eigene Hand nehmen. Die Wahrheit sagen, wo sie gesagt werden muss. Aber auch gleichzeitig den Bewohnern der Stadt einen Plan an die Hand geben, Anweisungen geben, was jetzt zu tun ist. Nun, würdet ihr mir zustimmen, dass die Wahrheit, gewissermaßen im Auge des Betrachters liegt? Man könnte die Wahrheit etwas, nennen wir es, optimieren. Nein, ich stimme nicht zu. Das Wohl des Reiches verhängt von unseren Entscheidungen hier ab. Da ist kein Platz für Lügen, Wahrheiten. Ganz genau. Ist das realistisch möglich, Teile der Stadt zu evakuieren oder einen Großteil der äußeren Bezirke innerhalb der Mauern zu beschützen für 1 bis 2 Tage? Wir sollten froh sein über jeden, der geht. Jeder, der kein kampffähiger Mann oder Frau ist, die werden im Weg sein. Und potenziell Untote sein. Richtig. Es ist nicht machbar, Rafim. Ja, aber sobald sich hier es verbreiten wird, werden Leute fliehen. Die sollten wir nicht aufhalten. Wir sollten keine Kräfte an Leute verschwenden, die wir eh nicht aufhalten können. Wir sollten uns darauf konzentrieren, die Soldaten? Wehrfähigen Bürger zu organisieren, Einheiten zusammenzufassen. Ich meine, gibt es sowas hier nicht? Wird vielen hier nicht gefallen, doch Rafim hat recht. Wenn wir es schaffen könnten, statt einer Panik auszulösen, die Informationen so zu kontrollieren, dass sie den Stolz und den Ehrgeiz der Leute wecken und sie dazu bringen, zu den Waffen zu greifen und an ihrer Seite zu stehen. Nun, sie werden zwar keine effektiven Kämpfer sein, doch ein paar tausend bewaffnete und mutige Männer und Frauen mehr könnten ausschlaggebend sein. Ist dies hier schon einmal passiert? In der Schlacht der 1000 Oger, wenn ich mich recht erinnere? Dort standen auch Garda auf den Wällen dieser Stadt und kämpften. Wir müssen ihnen irgendwas versprechen. Irgendwas müssen wir ihnen anbieten, was sie so motiviert, das wert ist, den Tod zu riskieren. Die Schlacht der 1000 Oger fand an der Ogermauer statt.